Du bist so nett zu deinen Zuhörern. Ja, und damit diese Schüler schnell abdrehen, wird der gute René jetzt bei Szenario 3 uns vorlesen, worum es geht. Liest du die Special News auch noch vor? Warte mal, ich hätte einen Vorschlag. Wir killen sie jetzt einfach, dann ersparen wir uns das. Nein. Gute Idee. Nein, wir killen lieber Dutzende unschuldige Lebewesen, die auf dieser Insel ein indigenes Leben führen, um ihr Bloodroot zu besorgen. Michi, du hast Ideen. Also diese, ganz kurz nur eingeworfen, diese Token habe ich schon verteilt. Also es sind 12 Token für 4 Spieler liegen schon da. 4 davon sehen wir schon in dem Bereich, den wir einsehen können momentan. Ein 6.
Wir sind zu viert, also sechs. Okay, wir gewinnen das Szenario, wenn wir alle sechs Bloodroot-Tokens gefunden haben. Also die Tokens, wenn man sie umdreht, haben eine Zahl drauf von 1 bis 12. Die Geraden wollen wir, die Ungeraden wollen wir nicht. Das heißt auch, dass wir de facto die ganze Karte ablatschen werden müssen und alle Tokens. Wir brauchen nur sechs davon. Ja, aber es liegen 12 da und nur sechs davon haben gerade Zahlen. Ja, vielleicht sind die ersten sechs schon. Ja, genau. Ja. Optimist. So. Ich habe die Monster im ersten Raum, habe ich jetzt hingestellt, während du vorgelesen hast, René. Das sind vier Schlangen. Und zwar Giant Vipers, zwei Earth Demons, zwei Erddämonen. Die Werte sehen wir da schon liegen. Können wir uns anschauen. Die Schlangen sind relativ schwächlich. Wir spielen übrigens alles weiter auf Level 1, nur der Vollständigkeit halber. Die Schlangen haben Leben 3 bzw. 5, wenn sie Elite sind. Und Bewegung 2 und Angriffswert 1 als normale Schlange und 2 als Elite-Schlange, aber sie vergiften. Jeder Angriff von ihnen vergiftet. Die Erddämonen haben Leben 9 bzw. 13. Bewegen sich mit 1 bzw. 2 und schlagen fest zu, nämlich mit 3 bzw. 4. Wobei, das sind sogar Elite, also die beiden hauen ordentlich rein. Wir werden in den ersten beiden Reihen des ersten Raumes, dürfen wir uns aussuchen, auf diesen sieben Feldern, wo unsere Charaktere starten. Und das ist im Wesentlichen das Setup für das Szenario. Genau, ja. Ich muss noch 5 Minuten kurz telefonieren, denn ich bin gerade. Okay, bis gleich. Ja. Dann machen wir jetzt inzwischen, das betrifft mich eh weniger, wir können uns anschauen, welche Perks wir wählen wollen. Das sollten wir nämlich eigentlich eh machen. Den Nebelaufstieg und die Karte wählen und den Perk auswählen sollten wir unabhängig von dem Szenario eigentlich machen. Das machen wir, bevor wir wissen, was in dem Szenario passiert. Also. Ja, aber da solltest du noch warten, bis du das Szenario-Ziel gezogen hast. Also idealerweise willst du mit den Karten dich auch noch darauf einstellen, was dein Szenario-Ziel ist. Als erstes würde ich den Perk wählen. Jeder von uns dreien, die jetzt da sind, dürfen einen Perk anhakeln und können dann... schau mal auf deine Charakterkarte, auf die weiße, die ganz in der Ecke des Tisches liegt. Ja. Da hast du rechts oben Perks und drunter eine Menge von Hakeln mit Text daneben. Aber darf ich machen, auch wenn ich nichts, wenn ich noch keine Dings geschafft habe? Da warst du offenbar nicht da. Wenn du eine neue Level hast, kriegst du auch einen neuen Perk. Also du kannst auf zwei Arten einen neuen Perk kriegen, wenn du drei Hakeln hast oder wenn du eine neue Level erreichst. Okay, ich krieg jetzt einen Perk, weil ich drei Hakeln habe, du kriegst einen, weil du Level 2 erreicht hast. Schau dir das ruhig ein bisschen genauer an und vielleicht, dass wir es auch miteinander diskutieren, weil das. Ich habe zum Beispiel einen Perk, wo ich warte mal, was für eine Energie, wo ich Feuerenergie machen kann. Wo ich zwei Karten kriege, mit denen ich Feuerenergie machen könnte. Ich werde die wahrscheinlich nicht nehmen, aber wenn jemand von euch unbedingt Feuerenergie braucht, überlege ich es mir vielleicht. Solche Sachen, ja. Ich werde ziemlich sicher 2 plus 1 Karten dazugeben, glaube ich. Oder eine plus 3 Karte. Das eine Problem mit dem Angriffskartendeck ist natürlich das, dass das sehr zufallsbehaftet ist, wann du die Karte ziehst. Also das kannst du nicht gut steuern. Ja. Kannst du mir sagen, was das heißt? Ignore negative item effects? Ja, kann ich das sagen. Zum Beispiel, wenn du dich erinnerst, gab es die Hide Armor in den Gegenständen. Ja?
Ja. Das ist, die sagt, wenn du sie nimmst, dass du 2 minus 1 Karten in dein Modifier Deck hineinnehmen musst für dieses Szenario, wo du diese Hide Armor verwendest. Wenn du den Perk angewählt hast, dann musst du diese minus 1 Karten nicht dazu nehmen. Und ich nehme an, dass es andere Gegenstände auch gibt, die sowas ähnliches haben. Allerdings haben wir solche momentan nicht. Die Hide Armor ist das einzige Beispiel. Es ist für dich aber nicht so wichtig, weil du hast eh schon die Lederrüstung und die hat keine solchen negativen Effekte. Ich schau mal kurz bei euch drüber, was ihr da so für Sachen habt. Den wievielten, ich schaue gerade, den wievielten Perk meinst du, oder lies vor. Add one plus two und Firecard, oder? Ja, das ist Hunde, ja. Ja. Ja, genau. Wie gesagt, das Cool. Problem ist, dass du das nicht steuern kannst. Du wählst das vielleicht zufällig von jemandem, der ebenfalls gestorben ist. Ja. Eine Sache, das ist halt statistisch relevant, das habe ich mir überlegt. Wenn du Karten wegnimmst, kommen öfter die kritischer Treffer und kritischer Fail. Ja, das ist dann sinnvoll, wenn du schon ein paar Mal verbessert hast. Ja. Ich darf euch beide noch etwas bitten. Schreibt ihr bei den Notes unten rechts dazu, welche Zweierkarte ihr dazu genommen habt. Nur die Zahl 2 und den Titel der Karte. Damit man, wenn wir in ein weiteres Szenario gehen, welch weiß, welche Karte bei euch die zweite ist. Okay. Ich sag mal, Pierce heißt, selbst wenn er eine Rüstung, nein, was heißt Pierce? Du ignorierst die Rüstung bis zu der Zahl, die bei Pierce dabei steht. Ah, Also cool. mit Pierce 2 ignorierst du bis zu 2 Rüstungspunkte. Shield, genau. Ja, stimmt. Ja, genau. Shield. Und dann, was ist dann? Dass er sich nicht bewegen kann. Mehr noch, er verliert seinen gesamten Zug. Er kann sich nicht bewegen, kann nicht angreifen, er kann nichts machen. Okay. Ist Das, wenn er, Arm. heißt, er darf nicht angreifen. Und Immobilize heißt, er darf nicht ziehen. Und Muddle Ja, genau. heißt Disadvantage. Ich Ja. würde dazu neigen, 2 minus 1 Karten rauszunehmen. Aber diese Pierce 3 und Stun und diese Arm sind auch gut. Ja, Ja. was ich René gesagt habe, da hast du halt, du kannst es nicht gut steuern, weil es ist reiner Zufall, wann du welche Ja, Karte aus dem Deck ziehst. absolut. Also ich sage, ich werde bei mir 2 plus 1 Karten dazugeben. Das vermindert das Risiko, dass ich den Crit Fail oder den kritischen Treffer ziehe, weil mein Deck um 2 Karten mehr hat, 22 statt 20. Und macht das Deck auch noch besser. Wenn ich nämlich 2 minus 1 rausnehme, wird das Deck auch besser, aber es kommen öfter Crit Fail und Crit Treffer. Je nachdem, was man will, ich weiß es nicht. Also ich bin risikoavers, ich möchte lieber möglichst in der Mitte. Das klingt auch gut, ja. Aber Schien kommt jetzt gar nicht vor, zum Beispiel. Also, das heißt, dann dann ist ganz gut. Sag mal, wenn man auf so eine Schlange disarmen tut, die greift dann nicht an, oder wie? Die kann dann eine Runde nicht angreifen, ja?
wobei ich habe einen Perk, wo ich eine plus 3 Angriffskarte dazu nehmen kann, die ist natürlich super. Ich glaube, ich nehme die lieber statt. Ja, das noch. Ja, das ist genial. Ich kann mit einem Perk eine Disarm und eine Mangelkarte zufügen. Ja, dann, sorry. Das mache ich. Michi, du hast nicht Großes versäumt, weil was wir jetzt machen, ist, wir überlegen gerade, welche Perks wir nehmen. Und da du der Einzige bist, der keinen Perk hat, dazu gekriegt hat, hatte ich das eh nicht so getroffen. Genau, du auch nicht. Doch, ich schon, weil ich habe drei Hakeln. Ich habe einen Hakeln im ersten Szenario gekriegt und zwei im zweiten und dadurch kriege ich auch einen Perk. Und wir grübeln da jetzt gerade die ganze Zeit herum, was am günstigsten sein könnte. Übrigens, das mit den Karten, dass man die los so weglegen kann, ist ja wichtig gewesen. Da war ich letzte Partie hätte ich überlebt, auch sogar. Ja. Ganz wichtige Info, finde ich gut. Hier lernen wir halt dazu. Ja. So. Also ich nehme eine plus 3 Angriffskarte in mein Angriffsmodifier-Deck dazu. Das ist mein Perk. So. Kommt nur leider nicht. Das wirst du schon sehen. Ich greife nicht so viel an. So. Disarm heißt, er greift jetzt nicht an oder er greift nächste Runde nicht an? Disarm bedeutet, wenn deine Aktion fertig ist, wenn das Monster das nächste Mal dran ist, führt Okay. es keinen Angriffsbefehl aus. Selbst Okay. wenn es einen hat auf seiner Karte. Wenn auf seiner Karte schon keiner draufsteht, dann nützt er das Disarm auch nichts. Aber wenn, und das ist ja normalerweise der Fall, ein Angriffsbefehl bei dem Monster draufsteht, dann wird der ignoriert und nicht ausgeführt. So, habt ihr euch für Perks entschieden? Sonst warten wir noch ein bisschen. Jetzt kommt das Interessanteste, nämlich. Jeder wählt da mal wieder, warte, ich schaffe das einmal, zwei Karten von dem Szenario Goal, also das sind diese Ziegel, diese Mauer, wo ich meine Hand in der Mitte habe. Also dass jeder wieder zwei von diesen Karten wählt und legt sie mal auf eure Hand, also dass die anderen sie nicht sehen Von und oben schaut es euch abziehen jetzt. oder zwei zufällige rausziehen? Zwei von oben, ich habe schon gemischt, du kannst die beiden obersten nehmen. Und das würde ich raten, dass wir uns da ein bisschen Zeit nehmen. Sollten wir diskutieren, wie unsere Strategie im Szenario ausschaut oder was wir erwarten bei dem Szenario, worauf wir achten sollten, von dem, was wir bis jetzt wissen und damit verbunden, welches Szenario-Goal jeder wählt und das Wichtigste und Längste, welche Handkarten er wählt. Und da sollten wir, glaube ich, auch recht viel miteinander reden. Ganz kurz diese Dinger, was wir suchen, aufheben, oder? Ja, wenn du dir den Raum anschaust, den ersten, den wir da offen schon haben, siehst du vier von diesen Dingern schon da liegen. In dem Moment, wo einer draufsteigt, lootet er es wie eine Münze. Wenn er es lootet, nimmt er es nicht in seinem Vorrat, sondern es wird dieses Ding einfach umgedreht. Und wenn es eine gerade Zahl ist, ist es eine von den Bloodroots, die wir suchen. Also wenn es die Zahlen 2, 4, 6, 8, 10, 12 sind. Wenn es eine ungerade Zahl ist, dann ist es, wie heißt das Ding? Dagger Root und er wird vergiftet und kriegt zwei Schaden. Und wir brauchen eben sechs, also alle sechs Bloodroots müssen wir finden, um das Szenario zu gewinnen. Das bedeutet aber auch, wir müssen uns sehr viel rumbewegen, weil wir müssen uns wahrscheinlich auf 11 oder 12 von denen draufstellen und die werden überall verteilt sein, nehme ich an. Was die müssen aber auch nicht lustig. Ja, gute Frage. Das sind sch nicht schwieriges Terrain, sondern gefährliches Terrain. Es funktioniert ein bisschen ähnlich wie eine Falle. Wenn man draufsteigt, löst man aus, dass man Schaden kriegt, und zwar einen Schaden bei uns. Also es ist Fallenschaden durch zwei und abgerundet, also drei durch zwei und abgerundet auf eins. Und das bleibt aber dort liegen. Also im Unterschied zu einer Falle, wenn es ausgelöst wird,
kommt es nicht weg, sondern es bleibt das ganze Szenario da liegen, solange wir es nicht irgendwie anders wegkriegen. Also grob gesprochen, wer immer über eins von diesen orangen Feldern drüber geht oder draufsteigt, kriegt sofort einen Schaden. Ja, Ja. wer Jump oder Fly hilft, dass man keinen Schaden nimmt davon. Das ist nur, dass hier keine Tür ist. Das ist zwischen zwei Räumen, liegt das da, um die Wand zu überdecken, weil hier keine Kann man Wand es ist. das da? Das sind Türen, ja. Alles mit, ist es blau oder lila? Um die Tür zu öffnen, musst du draufziehen. Da gelten wieder dieselben Regeln wie im letzten Szenario, die allgemeinen Türregeln. Wenn du eine Tür öffnest, indem du draufziehst, wird der nächste Raum offenbart und alle Monster agieren noch, die drinnen sind. Ganz kurz, das Ding da ist ein Obstacle. Ja, genau. Wobei, ich muss mal schauen, weil es die Farbe des Rahmens entscheidet immer, was das ist. Und der Log dürfte kein Obstacle sein, sondern er ist dieselbe Farbe wie das Wasser letztes Mal. Ich glaube, beim Log braucht man doppelte Bewegungspunkte, aber man kann drüber ziehen. Die Baumstümpfe sind ein Obstacle, aber dieser Log, wo ich jetzt meine Hand drüber habe, das dürfte schwieriges Terrain sein, wo man mit zwei Bewegungspunkten draufziehen kann. Drüberspringen kostet ich nur einen Bewegungspunkt. Die Karte, was man nicht möchte, wieder zurücklegen, oder? Die Karten, die du nicht willst, legst du zu deinen anderen Karten wieder auf den Stapel drauf, ja? Nein, ich meine Ach so, die. ja, die legst du wieder drauf. Aber ich würde noch ein bisschen, ist es für dich schon so klar? Das ist Okay. definitiv klar. Okay. Eine Sache, ich will, bevor wir diskutieren, noch eine Sache aus den Regeln vorlesen. Bei Conditions, das liegt da gerade offen, Poison. If a figure is poisoned, all enemies add +1 attack to all of their attacks targeting the figure. If a heal ability is used on a poisoned figure, the poison token is removed and the heal has no other effect. Also diese beiden Auswirkungen von Gift sollten wir uns bewusst sein. Wie gesagt, jede Schlange, die dich angreift, vergiftet dich, auch wenn sie nur Schaden macht. Und von diesen Tokens, wenn man sie aufdeckt und das ist Dagger Roots, ist man auch sofort vergiftet. Man kann aber nur einmal vergiftet sein, oder? Richtig, ja. Wer vergiftet ist, dem tut eine neuerliche Vergiftung nichts mehr weh. Ja. Okay, vergiftet heißt ein Leben weg, wenn man drankommt. Nein, das ist Wound. Ganz wichtig. Was ist Vergiftet vergiftet? bedeutet, wenn du angegriffen wirst, kriegt der Angreifer +1 dazu. Das ist die eine Auswirkung. Und die zweite Auswirkung ist die, wenn du geheilt wirst, wird nur das Vergiftet-Token weggenommen. Du regenerierst keine Lebenspunkte. Egal, ob ich +1, +2 geheilt werde. Richtig, wenn man dich um 6 heilt, kommt auch nur das Poison weg. Okay. Das ist bitte ganz wichtig für dieses Szenario, wie wir mit denen umgehen, glaube ich. Ganz kurz nur eine kleine Frage. Ich habe so eine Karte, die halt mit einem Bonus gibt es über mehrere Runden, was der über so einen Chip weiterläuft. Ja. Wenn ich die aber, bevor sie am Ende ist, wo ich sie dann über auf den Lost Pile geben müsste, wieder in Discard reingehe, funktioniert das oder ist das nicht? Nein, du musst diese Karte, wenn du sie freiwillig vom Active-Feld wegnimmst, immer auf den Pile geben, der angezeigt ist bei dir. Also wenn sie, zum Beispiel, wo ich jetzt meinen Cursor drauf habe, auf dem Nature's Lift, wenn du die freiwillig weggibst, gibst du sie auf den Lost Pile, weil es dort angezeigt ist. So, ich weiß auch schon welche. Bei mir ist es ähnlich wie bei Michi. Da ist eine Karte für mich chancenlos und die andere easy peasy. So, gebe ich die hier weg. Hat man ganz so viel heilen? Ich werde vor allem Bewegungs- und Heilkarten bei mir drinnen lassen. Ich habe eine
da darf ich euch bitten, die anzuschauen. Ich habe eine wirklich gute Karte, um Vergiftungen aufzuheben. Schaut mal zu mir auf die Karten, wo ich meine Hand habe. Restorative Mist, die untere Hälfte von Restorative Mist. Oder wenn wir Koordination benötigen. Wenn ihr beisammen steht und mehrere vergiftet sind, kann ich hinziehen, quasi in die Mitte, und kann das Gift allen weggeben, die dann um mich herumstehen. Das ist dieses Ziel 1. Die Karte ist wie geschaffen für dieses Szenario. Aber die braucht halt Koordination dann. Und das Schöne ist auch, die geht auf den Discard-Pile, also die kann ich mehrfach haben. Ich sag noch etwas. Ich glaube, Long Rests werden wichtig sein in dem Szenario. Nämlich Long Rests, um Preußen wegzukriegen. Weil man heilt sich normalerweise um 2 mit einer Long Rest. Alternativ, wenn man Preußen hat, kommt halt das Preußen weg und man heilt sich um. Wie viel Eis kreiert ihr denn so mit euren Handkarten? Dann wäre ich diese. Das ist gut, weil dann werde ich René Volatile Concoction, das ist die Karte, wo ich einem Verbündeten 2 Karten von seinem Discard-Pile zurückgeben kann, werde ich in meine Hand aufnehmen. Aber da brauche ich Eis dafür, dass es sich auszahlt. Also da werden wir uns ein paar Mal koordinieren müssen. Ja. Wenn du Eis spielst, dann lass es mich wissen. So merkt das quasi vor für dich. Die gebe ich weg. Oh, die Eissache. Na gut, das ist bei dir ja nicht so tragisch, weil du es ja nochmal wiederholen kannst. Sagt irgendwer Windenergie? Nein. Okay, Meine warte mal, hat man Windenergie Chance zu dann. meiner Nature's Leaf Karte, da muss oberhalb meines praktisch Spiels liegt. Ja. Da steht entweder ich produziere einen Wind oder es wird einer Nein. abgezogen. Das heißt, immer dann, wenn du angreifst, wird überprüft, ob Wind da ist oder nicht. Okay. Also nicht, wenn du die Karte spielst, wird es einmal Ja. überprüft, sondern bei jedem der 6 Male, wo du das nutzt, kriegst du entweder plus 1, ah nein, kriegst du Plus entweder zwei. plus 2 Range oder nicht. Ja? Genau, ja. Ja, das stimmt. Die Karte ist wirklich super, wenn viel Wind produziert wird Aber von ich der habe Wand oder auch die von dir. obere Ding ist mit Heal 2, Range 3 und Target 2 ist auch Die ist nett. super, ja, nein, okay. Dann ist die untere Hälfte gar nicht so relevant, weil die Karte, die obere Hälfte allein ist sehr wertvoll, glaube ich. Auch mit der Reichweite. Ja. Zwei Targets, ja. Also ich kann Winter Ich muss das aber Zeug austauschen, oder? draufnehmen. Die Karte muss das gegen eine andere austauschen. Ist das richtig? Dass du hast am Ende nur die 11 Karten, die bei dir beim Crackout angezeigt sind, in deiner Hand. Also du musst selber entscheiden, welche du unter die 11 nimmst und welche nicht. Michi, für dich nochmal nur zur Wiederholung, der René und der Andi haben jetzt einen Lebenspunkt mehr als im anderen Szenario, weil sie Level 2 haben. Hier gecheckt und die Karten, die 16 links neben mir, könnte ich auch noch austauschen. Wie kann ich dann nochmal alle anschauen gleichzeitig? Welche Taste Mit der war rechten Maustaste und der vierte Punkt ist Search. Search. Nur, das sind Level 3 und höhere dabei, die darfst du noch nicht nutzen, oder Level 2 und höhere. Da Ja, sind ich keine weiß. dabei, die du jetzt nutzen kannst. Erst wenn du die entsprechende Level erreichst, darfst du immer eine neu dazu nehmen.
Also ich habe meine Handkarten ausgewählt. Ich ziehe nochmal 3, 6, 9, 12, ja, weiß. Eine Entscheidung steht uns dann noch bevor, die Startposition. Auswirkungen, also solche, wie heißen die Dinge? Conditions, werden immer, also kommen immer zur Anwendung, egal ob Schaden erzielt wird mit dem Angriff oder nicht. Wobei, man muss den Text nochmal genau lesen. Wenn der Text das anders aussagt von einer Karte, dann kann es auch anders sein, aber ich bezweifle es mal. Die sind gerade offen, oder? Nein, suffer no damage instead. Ja. Wir haben eine Karte nämlich nicht so sinnvoll. Naja, du hast immer Movement 2. Du hast bei der Frost Armor vor allem einen flexiblen Angriff dabei. Also Frost Armor ist die obere Hälfte sehr wertvoll, weil du den Bonus leicht kriegst und Erfahrung dann auch. Also solltest du sie doch noch rausnehmen, überlegst halt einfach, dann lass mich wissen, weil dann, für mich ist es sehr relevant, weil ich diese Volatile Concoction, die Eis braucht, damit der Verbündete zwei Karten zurückkriegt, werde ich nur reinnehmen, wenn auch wirklich quasi viermal im Szenario von dir Eis produziert wird. Also, dass ich im Schnitt diese Karte zweimal, zwei bis dreimal im Szenario anwenden kann, da macht es nämlich wirklich Sinn. Wir müssen diese Dinge umdrehen. Muss man da genau drauf ziehen, um sie Ja, das ist umzudrehen? wie eine Münze. Okay. Also mit Loot geht's auch. Ja. Warte, ich schau noch mal. Ja, can be looted normally steht da. Du musst halt nur bedenken, wenn du viel auf einmal lootest und die sind plötzlich alle Dagger Root, dann kriegst du sehr viel Schaden auf einmal. Ich habe gedacht, ich werde nur vergiftet. Nein, zwei Schaden auch noch. Okay. Ich werde die übrigens locken. Also wenn ihr sie dann lootet, nur damit wir sich unabsichtlich umdrehen, dann sagt es bitte immer, damit ich es anlocke. So. Muss mal schauen, wie meine Eröffnungszug wahrscheinlich ausschaut. Muss auch immer noch seine Karte wegtun. Nein, ich habe sie komplett zufällig verteilt. Ich habe sie komplett zufällig verteilt, ja. Übrigens, wo kriege ich die Plus-1-Karten her für meinen Perks?